Eine logistische Meisterleistung. Mit viel Fingerspitzengefühl und allerhand Überraschungen. So sieht der Alltag der Wanderschäferinnen Michelle Berkel und Andrea Gerlach aus. Es ist immer wieder schön, so eine Geburt. Und wenn das Lamm gesund ist, ist immer wieder so ein Augenblick. Michelle Berkel ist eine der letzten Wanderschäferinnen Deutschlands. Mit 480 Schafen zieht sie rund um Braunfels in Hessen. In Zeiten von Corona ein dankbarer Job. Denn Kontakt zu anderen Menschen hat sie kaum, wenn sie von Weide zu Weide zieht. Ich bin Schäferin geworden, einfach weil ich schon immer die Tiere geliebt habe und die Nähe zu Tieren genossen habe. Die Arbeit ist kräftezehrend und lohnt sich finanziell nicht. Immer mehr Schäfer geben ihre Herde auf. Ja, mit manchen Tieren hängt man einfach sehr stark mit seinem Herz dran und ich würde die nie zum Schlachten geben, das könnte ich gar nicht. Besonders treu ergeben ist ihr Leitschaf Mathilda. Sie ist Michelles erstes Schaf. Ihre Mutter ist damals an einer Lungenentzündung gestorben. Und daraufhin habe ich sie dann mit der Flasche großgezogen. Und die ist schon seitdem immer an meiner Seite. Jeden Tag, wenn ich bei den Schafen bin, steht die Mathilda neben mir. Wenn man die Mathilda hat, hat man die ganze Herde. Und ja. Noch dazu hat die 28-Jährige ein Familienleben. Sam ist 5 und steht jeden Tag mit auf der Weide. Ansonsten passt die Oma auf ihn auf. Ja, Mutter sein und Schäferin sein ist kein einfacher Job, aber trotzdem bin ich natürlich auch einfach gerne Mama und möchte auch immer für mein Kind da sein, genauso wie für meine Schafe. 3 bis 10 Kilometer wandern die Merino- und Rhön-Schafe jeden Tag. Das Abgrasen von Wiesen, häufig in Naturschutzgebieten, gehört zu ihren Hauptaufgaben. Seit 11 Jahren zieht Michelle so schon von Weide zu Weide, das ganze Jahr über. Das ist jetzt die Idylle, die die Menschen sich vorstellen, wenn man sagt, ich bin Schäfer. Die glauben, ich mache den ganzen Tag nur das hier. Aber die eigentliche Arbeit, die dahinter steckt, das sieht keiner. Die Schäferei ist ein Fulltime-Job. Das nagt auch an Andrea Gerlachs Knochen. Sie ist Michelles Chefin und seit 30 Jahren Schäferin. Bei jedem Wetter steht sie draußen. Die Herde muss versorgt werden, da muss ich weiterziehen mit Hund, mit Auto, mit Hänger, mit Schafen, die auch draußen lammen. Das sind dann 13, 14 Stunden am Stück, die man dann voll durcharbeitet und das geht natürlich auch an die Substanz. Ein Knochenjob, denn Michelle ist immer draußen, ob sie möchte oder nicht. Von zu Hause aus arbeiten, wie es im Moment viele machen, als Schäferin ist das undenkbar. Zudem leben Schäfer am Existenzminimum. Mit der Wolle lässt sich kein Geld mehr verdienen. Beim Scheren legen Schäfer sogar noch drauf. Und auch der Fleischpreis für Lamm ist seit Jahren gleich. Ich verdiene mein Geld unter dem Mindestlohn. Es ist ja mal ausgerechnet worden, dass wir als Schäfer 5 bis 6 Euro Stundenlohn haben. Wer arbeitet dafür? Also es gehört ganz viel Idealismus dazu, das zu machen. Wanderschäferin zu sein, lohnt sich nicht mehr. Darum hat Michelle noch einen weiteren Job. Sie ist Pferdewirtin. Nur so kommt sie finanziell über die Runden. Jens, hörst du auf? Das sind meine Haare. Das sind meine Haare. Nach den 2 Stunden bei den Pferden muss sie im Schafstall nach dem Rechten schauen. Hier sind Tiere, die gerade schlecht laufen können und eine Pause vom Herumziehen brauchen. Ihre Liebe zu den Tieren geht bei Michelle bis unter die Haut. Das hier ist mein erstes Schaf, was ich großgezogen habe. Das habe ich mit der Flasche großgezogen. Das hatte den Namen Gretchen. Das ist vor 3 Jahren gestorben. Und ja, so habe ich eine Erinnerung für immer für sie. Die Liebe zu den Schafen ist mindestens genauso groß wie die Liebe zu den Hütehunden. Die 7-jährige Fee und die 4-jährige Hexe sind Andreas treue Begleiterinnen. Das sind meine Arbeitskollegen. Das ist für mich mein hauptes Werkzeug. Auf die muss ich mich 100%ig verlassen können. Ein richtig guter Hütehund ersetzt mir einen zweiten Mann. Andrea braucht 2 Hütehunde. Die Arbeit mit den 480 Schafen ist für einen Hund allein zu anstrengend. Hexefahren! Geh weiter! Ein Jahr Ausbildung steckt in Hexe, damit sie die Herde punktgenau treibt. Mittlerweile sind Andrea und sie ein eingespieltes Team.
Wanderschäfereien sind extrem wichtig für den Naturschutz und die Artenvielfalt. Die Schafe nehmen in ihrer Wolle Samen auf und tragen die dann kilometerweit mit sich und verteilen die so auch wieder. Die fallen irgendwann wieder raus. Michelle ist inzwischen im Schafstall angekommen. Hier sind Ziegen und Schafmütter, die ihren Nachwuchs nicht ausreichend mit Milch versorgen können. Michelle muss zufüttern. Doch gerade Ziegen sind besonders eigenwillig, was das Trinken anbelangt. Gerade wenn sie so wirklich am Limit sind und wirklich was bräuchten und dann einfach nicht schlucken, da kann man schon mal. Aber nein, man muss sich dann halt einfach ganz, ganz viel Mühe geben. Immer wieder versuchen. Die Zicklein muss sie in den nächsten Tagen stark beobachten. Gleich zwei Ziegen haben Drillinge bekommen. Da kann die Milch knapp werden. Im schlimmsten Fall muss Michelle ihnen jeweils ein Kind wegnehmen und es zu Hause mit der Flasche großziehen. Enorme Zusatzarbeit. Währenddessen steht bei Andrea auf der Weide die letzte Aufgabe des Tages an. Ich baue gerade den Nachtferch auf für die Schafe, damit ich Feierabend machen kann. Ich muss noch in den Stall, ich muss da noch was arbeiten, muss die Hunde noch versorgen. Die Schafe bleiben über Nacht alleine auf der Weide. Nur ein kleiner Elektrozaun hält sie zusammen. Nicht viel Schutz. Denn mittlerweile verbreitet sich der Wolf in Deutschland. Erst zwei Wochen zuvor ist einer durch Hessen gestreift. Wenn sich hier ein Wolf etabliert, würde ich die Schafe abschaffen. Das möchte ich mir psychisch nicht antun. Also ich würde keine Nacht mehr schlafen, wenn ich da immer Angst haben müsste. Nicht nur die Wolfsproblematik bringt Andrea zum Nachdenken, sondern auch die viele Arbeit und hohe Dauerbelastung. Sie hat schon häufig übers Aufgeben nachgedacht. Ich sag mal, es ist für mich schon ein Thema. Ich bin eine Frau, ich habe einen Knochenjob. Ich weiß, wie alt ich bin, ich weiß, wo mein Rücken ist. Ja, auf Dauer geht's auch nicht mehr. Es gibt nur noch knapp 1000 Schäfereien in Deutschland. Wie lange Andrea noch durchhält, ist ungewiss. Ihre Herde kann sie auch nicht an ihre Teilzeitkraft Michelle abgeben. Ich kann mir nicht vorstellen, eine eigene Herde zu führen oder selbstständig zu sein, weil es für mich einfach nicht in Frage kommen würde durch mein Kind, durch meinen Zweitjob. Und für mich wäre das einfach dann doch zu viel Fulltime. Im Stall schauen Andrea und Michelle nach den Drillingsmüttern. Es sieht nicht gut aus. Sie haben zu wenig Milch für ihre Ziegenlämmchen. Michelle trifft eine folgenschwere Entscheidung und nimmt beiden Müttern ein Kind weg. Die Mama ist ja jetzt schon, sie weiß genau, ich habe drei Kinder. Aber die gewöhnen sich schnell dran, dann doch nur zwei Lämmer zu haben. Und so ist es einfach für alle das Beste. Für die Mama ist es das Beste und für das Lämmchen auch. Michelle nimmt die Zicklein mit zu sich nach Hause. Ihr Wohnzimmer wird für die nächsten Tage zur Pflegestation. Ja, ich ziehe denen jetzt einfach eine Pampers an, damit sie mir halt nicht in die Wohnung machen. So ist das halt einfach am saubersten. Erstmal die neue Umgebung erkunden in der 90 Quadratmeter Wohnung. Michelle füttert die Kleinen alle 2 bis 3 Stunden mit Milch. Das klappt schon mal. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Lämmer zu Hause hat. Letztens habe ich um ein ganz zu früh geborenes Lämmchen gekämpft, über eine Woche lang, dann ist es leider doch gestorben. Aber man gibt sich halt dann doch Mühe und gibt einfach nicht auf und hofft dann doch immer noch. Aber manche Dinge regelt die Natur einfach dann leider doch. Am nächsten Morgen. Michelle ist auf dem Weg zur Herde. Ein anstrengender Marsch zur neuen Weide steht an. Doch dieses schwangere Schaf durchkreuzt die Pläne von Michelle und Andrea. Das zweite Lämmchen steckt im Geburtskanal fest. Die Schäferinnen müssen eingreifen. Da ist das Problem einfach nur, dass es die Ellenbogen haben quasi so gelegen. Jetzt ziehe ich einfach nur die Füße stramm. Helft den Kopf ein bisschen durch, warte bei ihr ein bisschen, bis sie mitpresst, dass wir ein bisschen mit. Einfach nur, wir helfen einfach nur ein bisschen mit. Und dann ist es da, das zweite Lamm. Gut sieht es aber nicht aus, es regt sich kaum. Andrea versucht, seinen Kreislauf anzuregen, ob es durchkommt. Es hat zu wenig Luft gehabt.
Endlich ein Lebenszeichen. Das Lamm ist stark mitgenommen. Nach wenigen Minuten kommt es jedoch im Anhänger wieder zu Kräften. Die Wanderschäferinnen müssen weiter zur neuen Weide. Sogar Michelles Sohn Sam hilft mit. Michelle und Andrea sind angespannt. 3 Kilometer Wegstrecke liegen vor ihnen. Und am Ende geht es mitten durch einen Stadtteil. Stress, besonders für die Schafe. Sie müssen marschieren, sie müssen teilweise stramm marschieren. Und die würden sich lieber hinstellen und würden fressen. Doch das geht nicht. Dafür sorgt Sam, der 5-Jährige, wandert am Ende der Herde. Oh nein, jetzt gehen da alle, die hier hinten sind, da rein. Was ist denn da los? Doch mal da weg. Ihr Blöden, es ist keine Futterzeit. Sam muss aufpassen. Die Tiere könnten Giftpflanzen fressen und ausbüchsen. Ein großes Abenteuer für ihn. Dann verlieren wir die Kontrolle und wissen nicht mehr, wo die hin. Und dann verlaufen die sich und dann finden wir dich nicht mehr wieder. Das darf nicht passieren. Sam hat alles genau im Blick. Er macht das schließlich nicht zum ersten Mal. Gefahren lauern vor allem später im Dorf. Da heißt es, auf die Autos aufpassen, auf die Blumenkübel, die nebenstehen. Da sind die Leute auch nicht so begeistert, wenn die nachher abgefressen sind. Und überhaupt, dass wir den Verkehr anhalten und dass wir gut da durchkommen. Die 480 Schafe sind bereits seit 1,5 Stunden unterwegs. Bisher noch ohne Zwischenfälle. Doch jetzt geht es durch Philippstein, ein Stadtteil von Braunfels in Hessen. Eine Schafherde mitten im Ortskern. Ein seltenes Ereignis heutzutage. Michelle hat es fast geschafft. Die neue Weide ist in Sicht. Erleichterung für Mensch und Tier. Und es gibt noch eine Überraschung. Der straffe Marsch hat die Wehen bei diesem Schaf ausgelöst. Es ist doch immer wieder schön, wenn man sowas sieht. Und auch auf natürliche Art und Weise im Bunde der Herde. Das ist einfach ein tolles Erlebnis, jedes Mal wieder. Für Momente wie diese macht Michelle jeden Tag weiter in einem Job, den immer weniger machen wollen, als eine der letzten Wanderschäferinnen Deutschlands.